Es ist Chris, ich bin Survivor seit Tag 1. Perfekt für 7 vs. Wild, das sollte klar sein. Survival-Profi, hab es digital gemeistert, will es im Real-Life beweisen. Bin bereit für diese Wildcard. Will Gefahren trotzen, wenn die Insel mich testet. Meine Erfahrungen an Wänden zeigen mir einer der Besten. Den kühlen Kopf bewahren, auch wenn die Hitze mich quält. Und kreuzen Krokus meinen Weg, dann lauf ich besser um mein Lebensshit. Schnell nach Wasser gesucht, weil damit alles steht und fällt. Vertraue keinem in der Wildnis außer mir selbst. Ja, ich hasse diese Frucht, auch wenn es sein muss, esse ich Kokosnuss. Problem wird sein, dass ich dann ständig auf den Lokus muss. 7 Tage isoliert, ganz allein, zu viel Zeit. Doch kein Ding, hab 1000 Missionen im Kopf bereit. Wenn ich esse und wenig schlaf, so für einen Gamer kein Problem, für dich okay. Hab's in Stranded Deep schon 1000 Mal durchlebt. Egal ob Green Hell oder 7 Days to Die, Ark, Icarus, The Forest, ich hab überall survived. Nein, bin ich überheblich und weiß, es wird nicht einfach. Doch will es euch beweisen, Fritz, bitte gib mir die Wildcard. 7 vs. Wild, 7, 7 vs. Wild, 7 vs. Wild, 7, 7 vs. Wild. 7 vs. Wild, 7, 7 vs. Wild. 7, 7, 7, 7 vs. Wild. Das ist kein Spaß, das ist Überleben. Du musst deinem Instinkt vertrauen und das niemals aufgeben. Hoffen und beten, nein, nicht immer leicht, doch es wird Zeit. Feuer frei für 7 vs. Wild 2. Das ist kein Spaß, das ist Überleben. Du musst deinem Instinkt vertrauen und darfst niemals aufgeben. Hoffen und beten, nein, nicht immer leicht, doch es wird Zeit. Feuer frei für 7 vs. Wild 2. So. Einmal runterfahren die Kiste hier. Mach mal Musik aus jetzt hier. Und kommen wir zur nächsten Folge. 7 vs. Wild, Leute. Herzlich willkommen an die auf YouTube. Zu ein Survival-Profi reagiert. Das war übrigens meine Rap-Bewerbung zu 7 vs. Wild. Aber ich war ja leider eh schon raus. Disqualifiziert quasi, weil ich ja zu viele Abonnenten habe. Und wir starten mit Folge Nummer 3 und die heißt Nackt durch den Dschungel. Ich bin gespannt, Leute, wie ein Flitzebogen. Ich hab richtig Bock. Let's go! Sponsor der heutigen Folge ist der BW Online Shop. Dort findet ihr alles an Outdoor-Ausrüstung und natürlich auch Kleidung, was ihr für eure Abenteuer braucht. Sie haben mich unterstützt bei zum Beispiel dem Winterbivak mit Martin, bei der Kajaktour mit Fabio oder auch zuletzt in Peru tief im Dschungel mit Niklas. Der BW Online Shop hat eine Landingpage erstellt, auf der es nochmal Zusatzinfos zur zweiten Staffel gibt. Thema Location und auch Ausrüstung. Ja, die Unterstützung hat viel letzter Zeit, war. Ein kleines Startpaket, das heißt, ihr könnt genau schauen, was ihr bräuchtet, wenn ihr Einsteiger seid und selbst mal rausgehen wollt. 10% Rabatt gibt es natürlich auch mit dem eingeblendeten Rabattcode und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß. Bisschen Werbung muss sein, Leute. 7 vs. Wild. Da muss ich auch sagen, gibt es schon wieder die Ersten, die rumstänkern und sagen, hey, alles voll mit Werbung. Ja, Digi, irgendwie muss das ja auch finanziert sein. Oh, es geht wieder eine Stunde. Oha, Leute. Ich mache wieder auf 1,25, okay? Ich meine, ihr wollt ja auch ein bisschen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was heute schaffen. Bumm. Können auf jeden Fall mal hier unten. Ich will also versuchen, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Das ist der Paradiesapfel. Wilson! Bist Wilson? Du? Ja. Ich hab so geilen Loot hier. Ich hab ein bisschen Wasser. Für die Leute, die sich spoilern lassen wollen, der Falkenauge hatte mir da was gesagt und ich hab's tatsächlich mir gestern angeguckt und ja, man wird tatsächlich am Ende von Folge 1 gespoilert. Im Abschnitt von Sabrina. Mehr sage ich nicht. Wer gucken will, kann gucken. Wer nicht, der nicht. Ah, schöner Cliffhanger. Ah. Survival-Modus zu kommen, ist echt nicht einfach. Also, weiter rein. So, Knossi war verletzt, stimmt. Da war verletzt. I remember. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel. Ja, und ich muss das hier überspringen, Leute. Es tut mir leid, sonst wird das Video wieder geclaimed hier. Immer das Intro. Mit der, dieser Chor. Einfach der Chor im Hintergrund. Diese. Oha. Es lädt sich tot. Vollkommene Isolation. Ja! Ich glaube, meine Grenze. Ja! Ist jetzt ich darf es nicht länger als 3 Sekunden spielen. Ah! Dieses. Das wird immer geclaimed. Ganz schwierig. Tag 1. 14.07 Uhr. Immer noch Tag 1? Krass. Der Fritz. Oh, was ist denn jetzt los? Ey, was? Hä? Genau, Leute, wir gucken das jetzt auf 480. Genau. YouTube. Genau. Was ist denn los hier jetzt gerade mit YouTube? Ich finde, in letzter Zeit spinnt das richtig rum bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Oha, da wird die Machete getestet. Oh, Fritz geht durch den Dschungel, oder was? Ich wähle eine stumpfe, rostige Machete. Ich sag's euch ganz ehrlich.
Das Ding von Otto ist richtig geil. Das hier, naja. Guck mal hier. Keine Chance. Da macht's halt die Wucht und nicht die Schneidkraft, wa? Scheiße. Naja, das wird anders die nächsten Tage. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das kann man doch am Stein schleifen, oder nicht? Jetzt mal ehrlich, da brauchst du doch nicht unbedingt einen Schleifstein für. Haben die doch früher immer so gemacht, oder? Das ist natürlich jetzt auch hier sofort, ne? Schlangengebiet und sowas. Hier musst du jetzt aufpassen. So, alles lose. Eigentlich nicht auf den Boden fassen. Don't do stupid shit, hieß es. Ja. Die Frage ist, warum macht er das? Also warum geht er am Tag 1, ohne dass er ein Shelter und irgendwas hat, landeinwärts? Will er wirklich weg vom Dings? Vom Strand? Ah, hier sind schon Dornen dran. Ja. Ja, da will ich alles töten im Dschungel, ich sag's dir. Eine halbe Stunde hier durch die Pflanzen. Gelaufen, hab mir verschiedene Spots angeguckt. Aber ich bin mir tatsächlich gerade sehr, sehr unsicher, ob ich jetzt wirklich mein Lager hier im Dschungel aufbauen soll oder doch lieber irgendwo in der Küstenregion. Das Problem ist diese klassische Übergangszone, wo du so einen schönen Sandstrand hast und dann geht so ganz seicht in den Dschungel rein. Habe ich hier nicht. Ich hoffe, dass jemand anders so einen Spot hat und sich ein schönes Camp aufbaut. Aber ich muss mich tatsächlich entscheiden, ob ich unten auf diesen Felsen da irgendwie schlafe oder hier wirklich im Dschungel drin. Allerdings schwimmen da auch schon Moskitos rum. Wollte gerade sagen. Und ich glaube, hier wird es auch richtig finster und dunkel drin. Aber ich muss abwägen. Bisher gab es noch keinen Spot, der mich wirklich richtig überzeugt hat, wo ich gesagt habe, mega geil, da fühle ich mich wohl. Ich bin wieder unten an den Mangroven. Meine ganze Ausrüstung müsste da hinten stehen. Ich bin jetzt oben durch den Dschungel lang. Puh, hier sieht es schon wieder geiler aus. Hä? Das ist doch alles voll mit Mangrovenäst gedöns. Das müsste der Fluss sein, der quasi da drüben reinmündet. Aber das sieht auch so aus, als würden sich hier die Krokodile hinschillen. Ist auf jeden Fall so eine Spur, ne? Auf jeden Fall sieht es zumindest so aus, so Kratzdinger. Boah, was meint ihr, Chat, ob man in den ganzen Folgen noch Dings sieht? Meint ihr, man sieht noch Krokus und sowas? So dicht, ey, da komme ich niemals durch. Ich glaube, ich werde mir das ein bisschen aufheben für die nächsten Tage. Ich meine, der sieht da schon Fußspuren oder irgendwas und will da trotzdem rumkrauchen? Eieiei. Ich versuche erstmal wieder zurück. Aber er hat es ja überlebt, das ist naja. Aber ich meine, was wollen die Krokus denn auch gegen Herrn Gemeinicke machen? Also was macht denn auch keinen Unterschied? Vor. Also die sehen den und dann durchstampfe oder durch den Dschungel, ist beides nicht so geil. Da vorne müsste es schon wieder vorbei sein. Boah, ist das dicht, ey. Ich glaube, ich lasse den Stock hier. Wo läuft der da auch lang? Ich bin wieder zurück aus dem Dschungel hinter mir. Das sind meine Sachen, wo ich reingegangen bin. Ich war bei dem Fluss unterwegs, war bei den Mangroven unterwegs. Ich kenne jetzt schon mal ein bisschen meine Umgebung, aber das Wichtigste bei der Lagerplatzwahl ist, dass man sich da wohlfühlt, ein gutes Bauchgefühl hat, ja, das Ganze schön findet. Und mir ist es persönlich wichtig, einen Platz zu haben, wo Licht reinkommt, ich aber auch ein bisschen Schatten habe, wo ich weit gucken kann, wo ich auch ein bisschen was vom Ozean mitkriege. Das heißt, ich werde tatsächlich wieder ein bisschen zurückgehen in die Richtung, weil hier hinten ist mir das alles zu düster, zu dunkel, zu sumpfig und vor allem auch viel zu viel Moskitos. Ich merke, wie ich mittlerweile richtig am Schwitzen bin. By the way, meine Klamotten sind übrigens kein Stück trocken geworden. Es ist alles noch komplett klamm. Bin gespannt, was heute Nacht wird. Aber es wird Zeit, den nächsten Schluck zu wagen. Weil ich sag mal, es ist locker eine halbe Stunde um. Ist nichts passiert, mein Magen grummelt nicht. Von daher, Prösterchen. Sieht ein bisschen milchig aus, könnte aber auch die Flasche sein, wa? Bisschen mehr getrunken, aber auch das reicht jetzt erstmal. Linse ist. Aber kann man das? Also jetzt mal an die. Schade, ich wollte. Ich soll das Ganze wollte pausieren hier. Ich kann ja auch mit der Leertaste. Aber an die Gesundheitswesen-Typis unter euch. Kann man das wirklich so schnell feststellen, ob du davon die Scheißerei kriegst? Nach einer halben Stunde haut das schon durch, so schnell, die Bakterien und so? Krass, ich bin jetzt wieder zurück. An der Stelle, wo ich mein Wasser aufgefüllt habe. Und könnt ihr euch daran erinnern, wie ich hier die Flaschen ausgewaschen habe? Thema Elbe und Flut. Das Wasser ist weg. Guckt mal, wie weit das Wasser zurückgegangen ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil dann kann ich eventuell auch bei Elbe einfacher rüber die nächsten Tage mal. Echt, geht das so schnell? Heute macht es für mich keinen Sinn, rüber zu gehen. Sondern ich will auf jeden Fall auf der Seite mir ein Lager suchen.
Was ich auch schon festgestellt habe, hier geht auf jeden Fall ein leichtes Lüftchen und oben steht die Luft total. Das heißt, oben wird viel mehr Viehzeug unterwegs sein, als hier irgendwie am Ufer. Aber trotzdem habe ich immer noch keinen Lagerplatz gefunden. Aber es sieht schon krass aus hinten mit dem Fluss und so. Weil hier vorne geht sofort dichter Dschungel los und das gefällt mir nicht. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was mein Schlaf-Shelter-System angeht, aber dazu verrate ich später mehr. Ich glaube auf jeden Fall, dass es anders wird als bei den anderen. Coconut. Coconut. Trocken Coconut. Sehr trocken, guckst du. Ist das eigentlich guter Zunder eigentlich? Der sieht arschtrocken aus. So, Kokosnuss öffnen, habt ihr tausendmal schon gesehen. Kann man entweder in der Mitte mit einem flachen Gegenstand bzw. der Rückseite der Machete machen. Dann geht die in zwei. Oder man hat hier diese drei Löcher und drückt den Mund ein. Ich glaube, jeder der anderen Teilnehmer wird sich heute eine Kokosnuss snacken. Safe. Ist halt so. Safe. Definitiv, aber er hat da hinten auch nur die eine einzige Palme, ist halt auch geil. Ja, der Magen reagiert ziemlich schnell auf Bakterien oder Zeug, was er nicht kennt. Ja, das habe ich heute Mittag gesehen. Komm, esse ich hier vegan, Junge? Ich fiel mal auf den Pott. Aber ich habe leider keine Grüne am Start. Uff, da kommt nichts. Das Schöne ist, so eine Kokosnuss hat auch viele wertvolle Inhaltsstoffe. 100 Gramm Kokosnussfleisch enthält ca. 360 Kalorien. Das Kokoswasser ist voll von Mineralien wie Kalium, Calcium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Phosphor und Seelen. Ich habe noch ein bisschen meine Prioritätenliste überdacht. Und dadurch, dass ich jetzt erstmal das Wichtigste erledigt habe, das ist das Thema Wasserversorgung in Form von gefiltertem Wasser durch die Gesteinsschichten und in Form von zumindest erstmal solchen braunen Kokosnüssen, werde ich die Prio auf jeden Fall auf Schlafplatz, Shelterbau legen. Und ich denke mal, das Thema Feuer wird eher so ein Ding für morgen, weil es ist alles nass. Ich habe noch nichts Trockenes gesehen. Ja, aber das, was ist mit den Kokosnussfasern? Die auch nass? Ich wollte gerade sagen, das bisschen, was er da rausgekriegt hat. Aufschlagen ist immer noch am besten. Lass, dass die so einfach kaputt gehen, wa? Coconut! Coconut! Coconut, lecker, Coconut. Ich hasse Kokosnuss. Aber ich glaube, da würde ich sie auch essen, ehrlich gesagt. Die ist komplett am Arsch. Die ist komplett am Arsch. Ist am Arsch? Krass. Naja. Ich bin gespannt, wie die nach einer Woche aussieht. Wieso hat er die denn mitgenommen? Verstehe ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen, warum er genau die genommen hat. Das ist Ottos Spot, guck mal. Finde ich persönlich auch nicht so geil. Ist er das? Weil ich glaube, ich das Stückchen hier unten rechts halt cooler gefunden hätte, oder? Das ist wenigstens so ein kleiner Privatstrand, aber da hast du halt auch nichts, weil da kommt hier der Sand runter. Oder hier vorne vielleicht? Bin mal gespannt, was er macht. Klamotten hängen zum Trocknen. Übernachtungsplatz auch gefunden. Wasser haben wir. Und ich gehe jetzt mal im Adamskostüm. Im Adamskostüm, perfekt. Ich auch. Woher dieser Bach kommt, was da oben ist, weil Süßwasser, ob ich das einfach so trinken kann. Und ich möchte mich einfach schön im Schatten aufhalten. Ja, das Wasser hier, das Frische sieht eigentlich nicht. Eigentlich genauso aus wie unten. Deswegen weiß ich gerade gar nicht. Soll ich hier noch großartig weiter den Bach hochgehen oder nicht? Das sind tatsächlich schon mal ein bisschen Arbeit, das mal freizuschlagen. Und mir sind ein paar gute Gedanken gekommen, wenn ich hier das sehe. So ein Knäuel Fischernetze, Alter. Die getrocknet, wie so ein Bett. Wenn das erhöht ist, ich glaube, das ist cool. Müsste gut funktionieren. Aber jetzt erstmal weiter im Dschungel. Ich lage das Wasser weiter hoch. Das ist gleich durch, war krass. Aber im Adamskostüm ist da kein Weiterkommen. Das passt nicht. Ein also Flitzer im Dschungel ist halt echt so. Geht, kommt aber ewig langsam vorwärts. Ich glaube, da warte ich einfach, bis meine Sachen trocken sind. Nach dem Auswaschen. Und kommen da mal wieder und ja. Graxel mal den Weg zurück, dem Kommissar. Fritz hat sie frisch geschliffen, meine Jungs übergeben. Den Rest machte das Schwitzwasser etc. Oha. Sieht, glaube ich, ganz okay aus. Ja. Eigentlich müsste ich was abkochen, natürlich klar, direkt durch ein Feuer gehen. Aber Shelter geht erstmal vor. Und ich weiß nicht. Jetzt sieht irgendwie ganz okay aus. Ist halt die Frage, wa? Mit diesem ganzen Müll da und so. Und dann trinkst du da das Wasser. Danach bist du radioaktiv versäumt. Danach leuchtest du im Dunkeln. Schwierig. Kann mal ich weiß nicht.
Aber ich glaube, ich würde es auch machen. Ich meine, du hast ja Durst, wenn du da bist. Muss ich komplett über die... Autsch. Nichts passiert. Aber das wäre mit normalen Schuhen nicht passiert. Aber ich habe nur Flipflops. Nee, dazu muss ich über diesen Feinstand. Er hat auch Flipflops. Und da scheppert die Sonne so, dass ich mir wahrscheinlich sofort ein Sonnenbrand einfange. Ja, das ist halt auch assi. Aber ich habe mich nur mal entschieden, mein Shelter, oder zumindest mal erste Nacht, da hinten da auf, da durchzubringen. Ach doch, wo ich gesagt habe, war unten. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich dieses Netz einfach mal da raushole aus dem Wasser, trocknen lasse. Könnte nämlich auch eine coole Matratze sein. Also mehr Sachen gleichzeitig. Erstmal trocknen gerade vor allem die Klamotten. Die dürfen doch schon gleich trocken sein. Oder hoffe ich zumindest. Weil dann lässt sich das auch wieder leichter bewegen. Und man ist nicht so Sonnenbrand der Gefahr so ausgesetzt. Außer durch ein Gesicht, Ohren und so weiter. Ja. Obwohl es eigentlich sogar ganz angenehm ist, nachher durch hier gehen zu laufen, muss man sagen. Wenn der Sonnenbrand nicht wäre. Boah, ich weiß nicht, würdet ihr da komplett nackt laufen? Obwohl es ist ja kein Schwein da, aber es ist ja einfach nur so eine einsame Insel. Ja doch, ich glaube, ich würde mich auch komplett entblößen. Ja, aber das ist wirklich voll geil als Bett, oder? Das ist auf, sieht auf jeden Fall weich aus. Dafür muss er ja die ganzen Stöcker raussammeln. Oh, jetzt hat er sein... Oh, macht doch nicht wieder nass. Sind trocken. Fast wirklich komplett trocken. Selbst Schuhe und Socken. Schuhe sogar noch vor Socken. Aber achtet mal auf den Himmel. Er zieht sich zu. Das heißt, ich bin jetzt startklar, um Gas zu geben und baue mir da mein Halbhöhlen-Shelter fertig. Das ist das Ziel. Mal gucken, warum ich nicht? Baumaterialien finde, Steine. Die haben ja im zweiten Behind the Scenes ja gesagt, dass sie das Wasser getestet hatten und das war okay. Haben die gesagt? Was? Okay. Wusste ich gar nicht. Aber das weiß, na gut, das wissen die Teilnehmer ja natürlich nicht. Und. Würden die Tiere wegrennen, wenn sie dich sehen. Gibt es verschiedene Arten von Wolken, die sich so auftürmen. Ja. Das bedeutet meistens nicht, dass es schön wird, sondern eher, dass es richtig übel wird. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich so eine Halbvorstandhöhle sonst was da habe. Kann kommen, was da wolle. Ja gut, die haben das Wasser getestet wegen Radioaktivität und so, ja. Aber ob da jetzt irgendwelche Keime drin sind von dem ganzen Müll, der da rumliegt, weißt du auch nicht. Wir legen los mit Bauen. Ich weiß schon mal auch nicht. Ach, komm, packen wir hier ein paar Steine an. Schwitzen wir schon wie Sau. Ah. Oh, jetzt sieht es noch von unten nicht so viel aus. Hier war halt dieser Riesenstein schon. Jetzt will ich das eigentlich hier komplett zumachen. Also so ähnlich könnte es aussehen. Null. Oder der Anfang davon, dass man zumindest mal zwei Hölzer hat. Quersachen drauf. Ja. Wäre eine Sache, könnte man machen. Aber. Dann kam mir der Gedanke, hier gibt es wirklich irre Dinge. Ist ein bisschen mit Kraft anstrengend verbunden. Deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich das machen soll. Aber es wäre schon mega, wenn das klappen würde. Achtung, genau, Klamotten. Der baut sich da jetzt einfach. Ein bisschen feuchter, aber sind nicht mehr pitschnass und vor allem nicht mehr mit eine Mauer. Ey, was haltet ihr von dieser Platte? Meinst du nicht, dass sie da Proben nehmen? Ich glaube, das kommt nicht so. Glaube ich nicht. Das heißt, da könnte ich so entspannt mich drauflegen. Ja, das stimmt. Tiefenentspannt. Problem ist, das Ding muss in die Hülle. Und ich weiß nicht wie. Höhe, aber da. Weil das ist echt sehr, sehr. Ist das so schwer? Dreipolz ist doch eigentlich leicht, oder? Chat, jetzt mal ehrlich. Schwer. Und darüber zerren würde bestimmt irgendwie klappen. Aber mal schauen. Da finde ich besser wie zwei irgendwelche. Was ist das Ding? Könnte ich einfach hin auf die Steine knallen. Bob. Ist auf jeden Fall schon mal eine komplett ebene Fläche oder nahezu ebene Fläche. Und dann geht es nur darum, wie kann ich das abholzern, aber das Ding kracht nicht runter. Das ist einfach. Wäre perfekt, meiner Meinung nach, das Ding darüber zu bringen. Das stimmt. Sieht gar nicht so groß aus. Da Knossi. Oh, hallo Krabby! Hallo Krabby! 150 Kilo Gimli? Das glaube ich auch nicht. Neue Idee! Hör zu! Hör zu! Das glaube ich. Der Baum? Kokosnuss? Rechts, egal. Und der Baum, eine alte Kokosnuss, rechts und links, Ruhe. Ich würde hier quasi in die Hängematte steigen, aber kein Dach. Ich sag dir ehrlich, für heute okay. Bisschen bewölkt, aber ey, ich schlaf direkt am Strand. Fühlt sich nicht geschützt an, fühlt sich kacke an. Aber irgendwie, wie dafür gemacht. Ey, da wird es einfach reinregnen. Da kannst du auch nicht viel mit Dach bauen. Was willst du für Dach bauen? An die ganzen Survival-Experten, da bau dir doch ein Dach. Ich sag dir eins, die Kippe heute Abend, die habe ich mir verdient.
Die habe ich mir verdient. Wunde geht, will ich auch noch an der Stelle sagen. Ich öffne keinen Notfallkit. Ist ja klar. Also kann man mal sehen. Das geht. Sah aber echt übel aus. Stock drinnen raus. Kein Problem. Wir gehen hier hin. Easy. Voll den Cliffhanger gemacht und dann. Und morgen überlege ich noch. Kleines Ding, Junge. Ich baue jetzt auf. Ach Knossi, was ist das denn? Das geht. Das ist ja gekommen. Eine Würmer. Sah aber echt übel aus. Stock drinnen raus. Kein Problem. Wir gehen hier hin. Und morgen überlege ich neu. Komm, egal. Ein kleines Wehwehchen, ist halt echt so. So sieht's aus jetzt. Ist doch schon. Ist doch geil, oder nicht? Ist doch nett. So stellt man sich hier auf. Und drunter der ganze Müll. Warte vor, im Paradies. Ich muss das, ey, aber ich bin nicht happy. Jedes Mal ein Gekraxel, ihr könnt euch nicht vorstellen. Von da, also, ich bin nicht happy, aber das sind wilde Strände. Ja, über Müll schlafen einfach. Voll im Müll. Ohne Dach, egal. Hauptsache Hängematte. Hä, aber hat er nicht noch den Dings mit, Leute? Hat er nicht das Moskitonetz? Und wenn's regnet, no joke, dann stehe ich auf, dann bin ich wach. Ist mir egal. Nur nachts hier aufstehen. Nachts hier aufstehen. Ohne Licht, ohne alles. Ach doch, das ist ein Gegenstand, wa? Das ist gut, oder? Leg ich mal rein. Das zählt ja als zwei Gegenstände, so rum. Ich bin fein. Wenn's regnet, bin ich am Arsch. Zwei Gegenstände. Erste Nacht. Mit Blick auf Beach. Ich dachte, der hat so einen großen Dings mit. Reicht mir gleich. Aber. Oh, stell mir vor, die reicht. Schläppchen kurz aus. Die Viecher kommen auch schon. Man merkt schon Mücken und so. Oh, schön am Strand, ist doch geil, Alter. Ja! Also, ey, vom Spektakulären ist das der Place, ey. Besser kann's nicht sein. Das stimmt, Alter, das sieht schon nice aus. Ey, besser kann's nicht sein. Ja! Da freut er sich. Ich freue mich auch für Knossi, guck mal. Also, ey. Aber hier, guck mal, links jetzt hier. Das sieht schon nice aus, ey. Der Blick. Der Blick. Vom Spektakulären ist das der Place, ey. Besser kann's nicht sein. Ey, besser kann's nicht sein. Jetzt brauchst gar nichts mehr machen. Eigenauge, Ruhe da. Das ist der Place. Nicht spoilern, Diggi. Ihr wisst, was bin ich für ein Survivor? Notfall-Survivor. Ich bin wie 90% der Leute. Sowas wird für mich nie, das war gar keine Option. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt ihr zu Hause, ja, so würde ich es auch machen. Vielleicht sagt ihr aber auch zu Hause, der hat gar keinen Plan. Ich weiß, dass ich viel Unsinn heute schon gemacht habe, mit den Schlappen rumlaufen, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich meine, guckt euch das an. Hier rumzulaufen ist nicht einfach. Der Strand ist nach hinten geschlossen. Für mich ist kein Durchkommen. Alter, die Moskitos jagen echt. Für mich ist kein Durchkommen nach hinten möglich. Oben links, es ist kein Weiterkommen möglich. Vielleicht, wenn ich da hinten über Felsen kletter. Aber ey, boah, muss ich auch nicht haben. Muss ich auch nicht haben. Nein, ich meine davor mit dem Regen. Gleich mal für ein gutes Gefühl. Kommt Coco nach runter. Hat er nicht schon eine gegessen? Oder ist das die erste jetzt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Kommt er nicht ran? Kommt die runter! Oh, er schmeißt. Daneben. Jetzt aber! Nee. Hä? Ist doch nicht so leicht. Staubwander. Boah. Das sieht schon riskant aus, was er da macht. Ach so, ja, dann okay. Alle, die gedacht haben, das kann man. So einfach geht das. Gar nichts. Gar nichts. Ich hätte halt die Kokosnüsse versucht, über seinem Bett wegzumachen, damit die nicht runterfallen. Kostet zu viel Kraft. Aber hey, das mal zu probieren. Ist krass. Es ist nicht einfach. Naja gut, hier liegen ja auch einige. Aber die sehen sehr vergoren aus. Aber da können auch einige gut dabei sein. Kein Problem. Wie die hier. Nee. Da muss man aufmachen, muss man probieren. Alles voll hier. Was ich auch entdeckt habe, als ich vorhin hier das Lager aufschlagen wollte, ist dieses Zeug. Ich glaube, das ist trocken, furztrocken. Das ist fürs Feuer machen gut. Aber hey, so beschissen. Hier die Sachen. Jedes Mal hier, ganz runter, Felsen. Da hinten, wieder hoch. Das kann ich mir für 7 Tage. Da wünsche ich mir was anderes noch. Wird kein Baum wachsen so schnell.
Hey, Eileen! Das ist ein Hai. Hallo! Und hallo, Lux! Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Junge! Das ist kein Witz, da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Seht ihr den? Ganz kurz. Wer will immer, wer hat noch nicht 0 Runde 0 Glück, Lux? Wie viel Dank für ein halbes Jahr? Auf Stufe 3 sogar! Dankeschön, Diggi! Wie viel Dank! Liebe geht raus! Dankeschön! Wie viel Dank! Geht in die Flosse? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ist das gruselig! Oh mein Gott! Oh, man hat's kurz gesehen, tatsächlich. Ich hoffe einfach, da war doch, dass hier, es einen Shop gibt. Tja. Nice, Alter. Ist aber ein kleiner, oder? Also, es wirkt zumindest etwas kleiner. Das, also, das sieht man ja auf jeden Fall, oder? Ich wette, die war schon im Wasser. Da hier. Ja, der hat sich gemerkt, dass da jemand ist. Also, zu wissen, dass ich da heute Morgen schön reingesprungen bin und dann hier nachgeschwommen bin. Besonders eigentlich sind Haie ja nachtaktiv. Ist das so? Sind Haie wirklich nachtaktiv? Und der schwimmt immer hin und her. Was macht er? Er hat sich gemerkt, dass sie im Wasser war und dass es da jetzt lecker Essen gibt. Aber ich sehe jetzt schon wieder, Robert Mark Lehmann, der sieht nur die Rückenflosse und kann dir sagen, wie alt, Geschlecht, Gewicht und Art. Robert Mark Lehmann? Ja, sie sagt's noch. Oh, du weißt, ist da ganz hinten. Jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Ich hoffe einfach, dass ihr den Hai sehen konntet auf irgendeiner Aufnahme. Ey, los, Digi! Es ist geil zu wissen, dass noch jemand anderes hier ist. Es ist geil zu wissen, dass noch jemand anderes hier ist, auch wenn es ein Hai ist. Junge Lux, vielen, vielen Dank. Wer will nochmal, wer hat noch nicht 9 oder 9 Glück, Lux, vielen, vielen Dank für 500 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ist, wenn es nur ein Hai ist. Ich weiß auch schon wieder nicht, was ich war. Ach genau, heute ein sehr erfolgreicher Tag. Angekommen. Ich habe trinkend Wasser gefunden. Das war sehr cool. Wo mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, ist einfach da drüben. Müll, so, ist aber auch eine Trinkwasserquelle, weil da sich das Regenwasser sammelt. Ja, ist aber abgestanden. Und hier läuft das Süßwasser aus dem Fluss, läuft hier ins Meer. Da haben wir Kokosnüsse erfolgreich darunter geholt und sie aufgemacht. Also die eine war jetzt vielleicht nicht der beste Move und war jetzt immer nicht so schlau, aber ich hab's gemacht. Und jetzt ist halt das Einzige noch so ein bisschen sheltermäßig. Ich bin jetzt hier ein bisschen in den Dschungel reingegangen. Guck mal, wie riesig dieser Baum ist. Hammer. Aber das ist so ein bisschen hier so eine Sackgasse. Klar könnte ich mich hier durchschlagen, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise da für mich mehr Möglichkeiten gibt. Nee, ich glaube ja auch nicht. Irgendwo mit meinem Biwaksack zu pennen. Auch hier geht's sehr steil hoch. Eine Idee habe ich noch. Und das ist, weil jetzt immer noch Ebbe ist, dass ich einmal auf den Felsen da drüben klettere und gucke links und rechts, wie es da aussieht. Das ist immer noch Tag 1. Mittlerweile bin ich dabei, mein Shelter zu bauen. Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Da hinten ist alles voller Fliegen. Hier oben ist alles relativ trocken. Viecher. Einmal auf den Hinter mir. Dieser Spot hat folgendes Problem. Joris hat nicht geschafft, ein Feuer zu entzünden. Oha! Da hinten ist alles voller Fliegen. Hier Lux, wie oben ist alles relativ trocken. Viecherfrei und auch sonst meiner Meinung nach relativ gut geeignet. Diese beiden Wurzeln, zum einen die hier und zum anderen die hier, sollten mein Gewicht ganz gut halten können. Ich habe hier mit der Machete schon ein bisschen Arbeit geleistet und habe Einkerbungen gemacht. Diese Einkerbungen also sollten, das heißt, dass ich da später zum Befestigen der Hängematte nehme, ganz gut halten. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber ich muss definitiv kreativ werden, denn dieser Stamm ist tatsächlich hohl. Da waren Termiten schon am Werk und deswegen traue ich diesem Ding hier nicht mehr ganz so sehr. Das Gute daran, wenn ich fallen würde, würde ich zwar auf den Steinboden fallen. Aber man kann ihn ja von unten stützen, oder nicht? Mit so einer. Aber nur ungefähr ein Viertelmeter tief. Genau deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen landeinwärts laufen, um zum einen Holz zu finden und zum anderen Palmblätter. Diese Palmblätter sehen zwar geil aus, Problem ist aber, es sind Stachelpalmen und die haben überall kleine Stacheln. Das heißt, die Stacheln hier von den Blättern zu entfernen, würde mir zu viel Zeit kosten jetzt erstmal. Die Alternative ist, es einfach ignorieren und eine bessere Palme suchen. Vielleicht gibt es da hinten ja auch noch sowas wie Kokosnüsse. Wer weiß. Aber bei sowas wäre ich halt mega kreativ, glaube ich. Also klar. Also das Wasser sieht immer noch sehr sauber aus hier oben. Ist keinerlei immer eine Verschmutzung Sache oder sonst was, das ist gut. Wasser ist sehr Ist immer eine Sache, wenn du vor Ort bist und hier vorm Rechner lässt sich das leicht sagen und so.
Aber generell bin ich tatsächlich jemand, der sehr kreativ ist, auch was sowas angeht. Wie gesagt, einfach eine Stütze drunter und dann hast du das Problem nicht mehr. So sehe ich das. Klar. Wie war das? Heute 100 Subs und du machst einen 24er mit Sakuri? Nee. Okay, also Resümee. Ich aber, werde keine aber andere Palme. Aber das mit Dezember und Sabaton, das steht. Außer der Stachelpalme. Das heißt, ich gehe zurück an den Strand, weil ab jetzt wäre alles viel zu kalorienaufwendig, um ein paar Palmblätter ranzubringen. Ich habe jetzt gehofft, da wäre irgendwie was Bodennahes. Aber tatsächlich scheint es mir so, als hätte ich keine Alternative, als den Stachelpalme zu nehmen, sie zu entstacheln und das Ganze dann für den Shelterbau zu nutzen. Übrigens auch hier, ne? Da überall diese Stacheln. Es ist enorm wichtig zu schauen, wo man hinläuft. Wenn man eine Sekunde unachtsam ist, kann eine Scheiße passieren. Das möchte man nicht. Wie gehe ich das Ganze an? Ich habe hier verschiedene Bambusrohre. Mein Puls hängt. Diese Bambusrohre nehme ich jetzt als Grundgestell, um mein Fischernetz als Hängematte zu nutzen. Ob das Ganze klappen wird, ich weiß es nicht. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe die beiden Wurzeln dazu verwendet, das Gestell zu basteln. Junge Lux, dankeschön. Das Ganze sieht jetzt so aus. Es ist belastbar, aber sehr wackelig. Die ersten Wehwehchen sind übrigens auch schon da. Kleine Hautlappen fehlen. Wieso wiederholen? Die ersten Moskitos, die mich gestochen haben. Ich habe rote Punkte überall. Ja, aber darüber hinaus geht es mir gut. Das heißt, es sind alles Wunden, die jetzt nicht wirklich medizinisch relevant sind. Dafür bin ich dankbar, denn bisher ist nichts schiefgegangen. Ja, gut. Ich komme voran. Ihr seht es hier. Es wird. Also, zwei Bambusstammen. Ich habe hier alles ziemlich gut befestigt. Das? Das einzige Problem, das hier ist nicht fest. Diese Y-Verzweigung und natürlich, das hier ist ein bewegliches Element. Eigentlich wahrscheinlich ziemlich bequem, wenn das Ganze so ein bisschen federt und so ein bisschen, ne, cozy ist. Aber ist natürlich schwierig, damit zu basteln. Ich denke, ich bekomme es hin, dass ich da drin angenehm schlafen kann. Ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Fischernetz tatsächlich, aber ich habe unendlich viel. So viel, wie ich aktuell habe, kann ich nicht benutzen, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich einfach dafür nutzen. Aber das ist eine gute Idee. Wie ich das also, finde ich coole Konstruktion. Absolut gar keine Ahnung, wirklich. Gar keine Ahnung, ich bin richtig überfordert, weil das Dach mindestens 4 Meter hoch sein wird. Hä? Oder sein muss, dass es irgendwie was taugt. Oder ich mache es halt einfach nur kurz über mich. Aber auch da, wie mache ich das? Ich bräuchte jetzt irgendwie einen Ast, der 5 Meter lang ist. Ja, doch. Von das verstehe ich jetzt nicht. Er hat doch hier... Ich weiß halt nicht, wie viel Abstand hier jetzt noch ist. Also ja, klar, er braucht schon etwas längere Stöcke. Aber er könnte die doch selbst, wenn er... Hey, er hat doch auch Bindematerial und alles. Also er kann ja auch mit den Fischernetzen quasi das festknüppern quasi, wenn er sagt, er hat mega viel Fischernetz. Verstehe ich gerade nicht, wieso du... Ja, du musst natürlich jetzt Holz sammeln, klar. Aber ich meine, da ist ein Busch. Und der hat doch... Hat er was zu schneiden? Wahrscheinlich Axt oder so. Und dann legst du die hier ran und machst hier 1, 2 Pfeiler. 2 Pfeiler, ja. Und dann legst du hier schräg ran. Und wenn du gut bist, machst du nochmal kleine so und packst Palmblätter drauf. Musst du halt gut packen, dass der Regen dann quasi runterläuft. Wie so Dachziegel. So übereinander. Also ist ein geiler Spot, muss man schon sagen. Finde ich persönlich nice. Irgendwo hier unten dann noch so ein Feuerchen und so. Also der hat ja hier auf jeden Fall eine richtig gute Vorlage. So wie wir bei Icarus quasi, wenn wir die Schräge einfach an den Berg gemacht haben. So. Klar, aufwendig. Er muss erstmal das Holz finden, aber... Dort quasi bis hier. Ja, darüber hinaus, ich habe jetzt einen kleinen Tisch, ich habe meine Sachen mal alle hergeholt. Das Wasser aus dem Bach ist unglaublich sauber. Also wirklich, da drin ist kein einziger Partikel mehr. Ich trinke das also einfach so aus der Quelle. Gut. Soweit von mir. Aber das mit dem Bett finde ich nice. Er hat eine Machete. Ja gut, man kann ja trotzdem dünne Bäume fällen. Einfach komplett durchnässt. Alles ist immer durchgehend komplett durchnässt. So am Schwitzen. Oh, Sascha. Moskitos beißen mich schon überall. Aber ja, du schwitzt natürlich. Und muss das seine Hängematte hier am stachlichsten Baum der Welt zu bauen, ist halt auch mutig. Also tief rein, da geht's nirgends. Boah, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß. Boah, Hängematte mit Moskitonetz. Fuck. Okay, also, mir ist richtig schlecht. Einfach lauter auspowern. Ich kann nicht mehr. Komplett durchschwitzt. Boah. Überall die Viecher, Moskitos,
und ich schaff's nicht, das nachzubauen, wie ich es probiert habe, weil da ist der Boden ganz anders. Du kannst nicht graben. Lauter Wurzeln sind. Lauter Steine, die ersten 10 cm nur Steine. Ich finde es jetzt überzogen mit deiner Art. Ständig schneidet man sie. Ja, ist halt so, ja. Das ist halt also so. Ich glaube. Der ist halt so vom Typ her. Die Hängematte wird bald dran glauben müssen. Aber noch gebe ich nicht auf. Zweiter Plan wäre natürlich einfach da irgendwo pennen. Heraußen. Einfach nur zwei Stämme hin. Lang, also zwei längs, die anderen quer. Leicht erhöht. Fertig, einfach nur. Aber ist schon risky mit dem Krokodil. Fuck. Und der nächste Scheiß ist einfach, ihr habt da nur Steine. Es ist nirgends gemütlich. Nirgends ist es weich. Nirgends. Fuck. So, jetzt war ich kurz mit dem Kopf im Wasser. Überlege, was ich jetzt machen soll. Mir ist so schlecht. Ich habe gegraben die ganze Zeit. Es fällt immer wieder um, weil hier einfach nur Steine sind. Überall Steine. Was willst du hier bauen? Und auch wenn du weiter reingehst, nur Steine. Jetzt überlege ich, ob ich einfach hier so quer die Dinger lege. Also viele Äste so einfach schräg hin. Dann bin ich einfach da drauf. Keine Ahnung. Die ganze Zeit die Gedanken, einfach die Hängematte nehmen. Zwei Gegenstände, wäre immer noch mega nice. Aber Plan B, ich probiere es jetzt noch. Die Teile nehme ich gerade mit. Schleppe ich gerade schon. Oh. 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 Sein Fitness-YouTuber. Hallo Fadi, Grüße. Da jetzt irgendwie mehrere längs an da drauf bin. Keine Ahnung. Oh. Hey, das sieht aus wie so eine Hacke. Boah, ist kein Zimmer, kann man sich nicht vorstellen. Seht ihr das? Kann man sich nicht vorstellen. Okay, jetzt macht er gerade ab. Was ist das überhaupt? Und warum stinkt das noch scheiße? Was? Ey, ich hab's so geschleppt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Baumstamm und der fette Baumstamm waren schon da. Dann habe ich den geholt, den fetten da und den fetten da von da drüben, den Riesenteil, das wiegt um schon, mich ja. Nochmal hier abzuheben. Ja? Und dann habe ich die ganzen langen Teile geholt und so längs gelegt, damit ich einfach jetzt so liegen kann. Also Erhöhung, Erhöhung und dann auf den Teilen drauf. Ich habe jetzt durchgerackert, weil ich weiß, es geht jede Sekunde wird finster und da drinnen gestochen worden von Moskitos, 1000 Mal. Ich habe so reingerackert, ich habe da drüben 3 Stunden so reingerackert. Es hat einfach nicht geklappt. Aber nicht aufgeben, Fokus behalten. Obwohl er schon richtig schlecht ist und du denkst, jetzt wird es gleich finster. Du kannst auf den Stein nicht pennen. Wenn da ein Sand wäre, mir egal, ich schlafe auf dem Sand. Geht nicht. Da ganz drüben ist Sand, aber da ist die Flut. Ja? Und deswegen hier, jetzt das gebaut. Natürlich, scheiß drauf, da sind immer Groven. Da ist Süßwasser. Wenn da ein Krokodil kommt, frisst es mich. Kommt da raus, frisst es mich. Es sind da überall Tierwege, Wildschweine, was weiß ich. Aber deswegen die Erhöhungen, ihr habt versucht, so gut es geht. Morgen werde ich weiterbauen. Vielleicht kommt morgen da ein Dach dazu, so schräg. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Lass mir vielleicht das einfallen. Ich hoffe einfach, dass heute Nacht nicht regnet. Besser. Guck auf mal. Gut Glück. Und dass kein Krokodil kommt. Und keine Wildsau. Und keine Schlange. Und kein Nix. Aber ich bin da, glaube ich, echt gut aufgestellt. Bei dem anderen bauen waren übrigens Ameisen. Auch mit dem Seil, das wäre scheiße gewesen. Die Ameisen wären über das Seil dann ja, das gekommen. Und wären mit mir rumgegrabbelt. Wirklich, man muss dann so viele Dinge denken. Das, ja. Jetzt habe ich mal länger nicht gefilmt. Ich habe jetzt alles aufgebaut, weil ich so einen Stress habe. Aber so schaut es jetzt aus. Ich weiß, es schaut vielleicht nicht nach viel aus, aber es war so viel Arbeit. Jetzt 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden nur gebaut. Hardcore. Das ist großes Problem, weil ich werde extrem viel trinken, okay, geht. Aber ich werde extrem viel Nahrung brauchen. Ich habe jetzt schon so einen Riesenhunger. Der Körper ist an nichts gewohnt. Nichts. Weder die Luftfeuchtigkeit, noch das ganze Zeit uneben gehen bei den Steinen. Mit meinen Schuhen. Immer, durchgehen. Das hat sich für die einfachen Sportschuhe dann, als Schuhwerk entschieden, okay. So schwer mit der Machete, Racker, ey, es ist so krass. Aber ich will nicht jammern, ich habe auch keine Zeit zu jammern. Deswegen weiter geht's. Grünfläche drauf, vielleicht schaffe ich es irgendwie. Grünzeugs drauf, dass ich irgendwie halbwegs gut bin. Ich bin ganz ehrlich, stabil ist das nicht, aber es steht wieder. Mein Ziel ist es heute wirklich erstmal einfach nur ein regendichtes Dach zu bekommen oder einigermaßen regendichtes Dach und erhöht zu liegen. Alles andere
kommt dann morgen. Da hinten kommt Nika aus Kapsel runter, ist klar. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und große Palmblätter suchen. Ich habe hier gerade was gefunden. Ich habe zwar ein Messer, aber wenn ich jetzt kein Messer hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier raus ziemlich gut ein Schneidwerkzeug machen könnte. Weil der ist echt ganz schön scharfkantig. Voll gut, ey, krass. Ich will ja nicht Steinklinge. Sagen, Leute. Ist doch überall. Oh. Ich hing gerade mit meinen Haaren in diesem Stachelbusch. Der hat von unten, der hat überall Stacheln. Ich bin gerade dabei, hier so ein paar Blätter abzumachen. Geil sind halt diese Palmwedel, wa? Dass die nächsten 7 Tage hart werden. Ich habe es mir jetzt anders überlegt. Das Ding hat einfach überhaupt nicht gehalten, das, was ich vorher gebaut hatte. Das war so instabil. Das ist jetzt auch nicht optimal, aber es ist schon mal ein bisschen fester. Und ich muss jetzt irgendwie was hinbekommen, dass ich heute Nacht, sollte es regnen, einigermaßen trocken bleibe. Hat die auch? Guck mal. Ich werde das natürlich alles hier noch irgendwie versuchen festzubinden. Was ich nicht verstehe ist, wieso haben die denn keine Hängematte mitgenommen? Wie viel hatten Sabrina und Dings? 3, wa? Also ich glaube, Schlaf wäre mir richtig wichtig, Leute. Also ich wäre wahrscheinlich auch so bei Sascha gelandet, denke ich mal. 5 vielleicht? Wobei, ich glaube, ich wäre so Knossi-Verschnitt. Aber... Da muss ich hier das irgendwie noch versuchen. Ach so, und sie will jetzt das nach... Hey, das ist doch... Da passt sie doch von der Länge her gar nicht hin, oder? I don't Knopf. So ein bisschen abzudecken. Mir fehlen halt so ein bisschen gerade... Also einfach Stöcker fehlen mir hier. Ich muss mal gleich gucken, wie ich hier noch so ein bisschen was finde. Ja, ich glaube, es wird später auf jeden Fall noch so eine kleine Dusche fällig. Ja, ich merke aber, es ist halt nicht mehr morgens. Also es wird hier jetzt schon alles so ein bisschen düsterer. Oder zumindest ist die Sonne so ein bisschen weg. Schon? Und hä? Ja. Okay, sie hat halt so ein bisschen gesammelt, ja? Okay. Aber ich frage mich gerade, die wurden ja 9:30 ungefähr da ausgesetzt. Ausgeschmissen, wie auch immer. Was haben die denn den ganzen Tag gemacht? Das muss ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen, Leute. Ich brauche auf jeden Fall heute Nacht ein Feuer. Eine Shisha mitnehmen als extra ich Gegenstand. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viel Zeit ich lange noch nicht mehr habe. Ich habe das Gefühl, dass es schon so ein bisschen dämmert. Ich weiß halt leider nicht, wie spät es ist. Und ich habe gerade mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich jetzt als nächstes mache, weil, naja, das hier wird mich definitiv nicht vor Regen schützen. Ich würde doch immer, also jetzt mal, das ist, wie gesagt, ich mag das immer nicht und ich will mal darauf hinweisen, ja, das wirkt klugscheißerisch, aber sie hat doch da links von ihr, also hier, eine Steilwand. Wieso benutzt man die nicht mit? Warum legt man nicht schräg da erstmal Dinger ran? Oder man macht 2 Balken und legt dann das schräg auf die Balken. Ah, ich weiß nicht, Leute, ob die das nicht sehen oder so? Ja, das geht aber nach links weiter. Also, das geht ja hier weiter. Also. Trotzdem habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mich jetzt erstmal um eine Feuerstelle kümmere. Dass ich, ja. Oder fließt da was? Am Wasser? Irgendwie ein Feuer hinkriege und sollte es heute Nacht in Strömen irgendwie anfangen zu gießen. Ob da fließt was dann lang, muss ich war? Zusehen, dass ich irgendwie, ja, irgendwo in Sicherheit komme. Da links! Bei dem Gestrüpp, da ist doch kein Wasser. Hier quasi. Das wirkt doch schon geschützt. Also ich würde immer versuchen, mir eine natürliche Wand zu benutzen, quasi. Irgendwo drunter stellen kann und dann da ausharren kann. Ich habe das jetzt hier gerade schon vorbereitet. Ich bin gleich mal gespannt, ob das klappt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zunder hingelegt. Hier dann nochmal so ein paar trockene, einigermaßen trockene Kokosfasern. Aus, ja. Da ein paar kleine Stämme und dann hier jetzt ein bisschen Holz. Ich muss ganz ehrlich sagen, eventuell werde ich einfach diesen großen Stamm hier nehmen und den immer nach und nach ins Feuer schieben. Ah, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Mal gucken, ob sich ein Feuer ankriegt hier. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Also, das sieht halt sehr feucht noch aus. Da bin ich mal gespannt, du. Ob das funktioniert. Oh, Knossi mit seinem Paradiesstrand.
Okay, ich glaube, die Sonne geht bald unter. Ich kenne das. Wenn die Sonne so steht hier, dann geht das ruckzuck. Ah. Dann ist ruckzuck weg. So, ich habe mir. Er war ja auch mal Team. Natürlich kennt er das. Eine Kokosnuss mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, das ist die perfekte Vorrichtung, um Kokosnuss zu öffnen. Das ist mein Kokosnussöffner. Direkt reingelegt. So wie es aussieht, glaube ich, das wird meine Küche. Das ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Schlafzimmer. Und ich habe auch schon noch eine Idee, wo mein Badezimmer wird. The biggest mansion! Das größte Haus am Beach. Ich benutze einfach den ganzen Strand. Ich brauche kein Haus. Ich benutze den ganzen Strand. Ich habe verschiedene Bereiche. Ich gehe nachher duschen da. Ich gehe nachher da duschen. Und dann bin ich sauber und gehe ins Bett. Jetzt mal die Kokosnuss auf. Wer glaubt, dass es klappt? Knossi ist voll angekommen, Alter. Ja, den frage ich nicht. Ich gehe keine Antwort. Aber ich glaube, man merkt auch eins, sagt ehrlich, wie ich durch den Wind bin. Ne? Für alle, die gedacht haben, ja klar, der macht jetzt hier den Clown oder was. Wie soll das gehen? Ich bin ernst dabei. Ruhe. Ja, ich finde auch, Knossi macht das bis jetzt echt sehr ernst. Klar, sein Start war an die Schuhe. Sein Start war jetzt nicht der beste, aber... Aber krass, wie er die Hand wegnimmt. Also Respekt hat er vor der Machete. Aber ist ja gar keine Machete, war? Das ist eine Kukri, oder? Hab ich mir einfacher vorgestellt. Haben wir anders geübt. Das gibt's doch nicht. Oh, nicht abrutschen. Es ist nicht so, wie wir es uns geübt haben, aber wir hatten halt auch nicht diese Art von Kokosnuss, ne? Die Zune. Ich lass erst mal. Das macht mich zu arg fertig. Das habe ich jetzt zurechtgesucht. Aber wenn meine. Es gibt da noch die Möglichkeit, sich einen Stein zu nehmen, Kukri anzusetzen und mit dem Stein drauf zu hauen. Berechnungen richtig sind. Das fühlt sich wie. Kokos ist 1, Knossi 0 ist so. Haha, ist halt echt so. Ich weiß nicht warum. Von dieser Palme. Wenn das schön trocken ist, auf jeden Fall. Groß. Stücke. Oh, guck mal, das war da gut. Bambus. Sehr alte Kokosnuss. Ich würde. Erstmal die kleinen Teile reinlegen. Komm, wir probieren das jetzt. Alte Kokosnuss. Keine Kokosnuss aufgekriegt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens Feuer zu machen. Weil ansonsten weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich brauche hier mal schön hin. Oh, das wäre krass. Es wäre wichtig. Das wäre wichtig, das stimmt. Aber schön da, Leute. Schön, Knossi hat echt einen geilen Spot, muss man sagen. Ah, da ist kein Kummer. Wo soll das hinspringen? Also was... Riecht nach Feuer? Er braucht so ein Netz. Aber brennt nicht. Nest. Er braucht ein aber Nest. Aber kleine Glutkrümel, das könnte gut gehen. Es muss kleiner sein. Ja. Oh, Baby, ein Erfolgserlebnis bitte heute. Bitte ein Erfolgserlebnis. Oh. Ja! Okay, das brennt. Oh, es hat gebrannt. Komm. Komm, Knossi, ja, das sieht gut aus. Also windig komm. Auch, wa? Ja, siehst du, komm. Du musst das in so ein Nest stecken. Komm. Ist ein bisschen windig da, habe ich das komm. Gefühl. Komm. Oh, das sieht gut aus! Jawohl, ich freue mich. Das Ding ist, ich guck das und träume mich für Knossi, weil ich halt genau weiß, so alle unterschätzen ihn. Ich freue mich da. Oh, ja. Oh. Hallo Matze, Grüße. Jo, Baby. Feier ich. Wo sind die Feuer im Chat? Nice, er hat Feuer, Leute. Ich feier das. Geiler das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug. Das hier ist das gute Zeug! Ich hab Feuer! Ich hab Feuer gemacht! Ist er gerade hingefallen? Es brennt! Es brennt! Ja, aber lass mich ausgehen jetzt! Am Leben halten! Ja! Okay. Du hast schon wieder fast aus! Nein, das du Dolly! Wer weiß, wie lange es brennt? Warum denn? Es brennt! Es brennt! Der ist doch schon gleich aus! Ja, sehr gut. Okay, das kann ich. Ich kann etwas. Ich kann etwas. Ich kann etwas. Das ist wichtig. Ja, ich freue mich für Knossi. Gedanken, ich bin Team Knossi. Aber ich kann Feuer machen. Das reicht für heute. Das reicht mir. Das ist krass. Ich habe einfach Feuer. So. Das ist so sick. Ah, da. Im Gegensatz zu den anderen hat er Feuer. Kalt. Oh, das ist kalt. Oh. 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 Das ist kalt. Oh, oh. So klein war er. So klein war er. Einiges geschafft. Aber Feuer ist wieder ausgegangen. Feuer ist wieder ausgegangen. Naja. Aber es blüht noch. Soll nicht nachgelegen. Für eine. Oh, meine Zigaretten. Denke mal dran. Das soll keine Werbung sein, ehrlich. Für Zigaretten. Ich bin da selbst auch nicht stolz drauf. Und oh, voll gut, dass er das noch erwähnt. Vielleicht macht diese Reise was mit mir.
aber ich habe echt an so einem Tag heute noch nie so wenig an Zigaretten gedacht. Voll gut. Und deswegen nehme ich mir heute eine raus. Boah, bitte nicht runterfallen. Oh. Jetzt erst die erste Kippe. Das ist krass, oder? Ist wasserdicht. Oh ja. Oh ja. Da glüht's. Aber damit kriegt er doch nochmal Feuer. Kann man sich so freuen, ne? Rauchen macht süchtig und ist tödlich. Deutlich tödlicher als eine tropische Insel. Geil, richtig gut. Ich krieg flaschenweise Fanboys aus der Zivilisation Robinson. Du bist unser Held, geh nie weg von der Insel. Bleib da. Ne, ich muss den Filter abbrechen. Was? Warum? Oh, dann hebt den auf. Der brennt. Oder? Das ist doch Watte. Behalte dich als Zunder. Ja, das ist es. Sehr gut. Jetzt einfach mal eine Runde chillen. Nur eine einzige Runde chillen. Es ist unfassbar. Ich hab's immer noch nicht realisiert, ja, was ich hier mache. Wenn die Sonne untergeht, gehe ich direkt ins Nest. Weil jetzt wird's dunkel da hinten. Oh Mann, ich habe so einen steinigen Strand. Kein Baum am Sand oder sowas. Es ist ein Wunder, dass, wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Meine Schuhe habe ich oben ins Lager gemacht. Die ist nass. Ist nass. Alter, aber wie schnell er wieder oben ist. Wie schnell er wieder aufsteht. Achtung. Dass, wenn ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Meine Schuhe habe ich oben ins Lager gemacht. Achtung, und? Die ist nass. Geiler Typ. Ach, Knossi. Ach, alles trocken. Alles trocken gewesen, meine lange Unterhose. Wir genießen. Ach, Mensch. Zusammen. Noch einmal. Diese Blut. Auf Vögel kommen auch vorbei. Schieß dir ein. Knossi. Baut einen Bogen und schieß dir ein. Seven on the Wild. Seven on the Wild. Das und das ist auch Lied, der Moment, wieder geclaimt wird. Ich habe mit Sascha ausgemacht. Wir verstehen uns so gut. Es war unglaublich Zeit, auch zu beginnen. Also man muss schon, man muss wirklich sagen, Knossi gibt der Serie etwas sehr Witziges. Ich finde, er macht es vor allem sehr gut. Ohne Witz. Also, gut ab. Ich war ja sowieso von Anfang an gesagt, ich glaube, Knossi ist ein Kampfschwein. Und Knossi zieht das durch. Sascha ausgemacht, wenn die Sonne untergeht. Denken wir an uns. Hat er jetzt auf Antwort gehofft? Kommt nicht zurück. Aber ich weiß, wenn er mich nicht vergisst, macht er es auch. Ich melde mich nochmal, wenn in der Nacht was passiert. Euer Knossi. Der Otto, der nackte Survivor, Naked Survivor. Oh, er hat wieder Sachen, guck mal. Stimmt, hat er vorhin auch schon mal. So, jetzt zieht er sich das, oder was? Dann muss man das Ding da immer hingebracht kriegen. Oh, stimmt, der rutscht eigentlich über den Stein, oder? Ist das Ding so schwer jetzt, mal ehrlich? Ich würde gerne sehen, wie groß das ist. Was täuscht, glaube ich. Guck mal, wenn ich seinen Fuß angucke. Aber das rutscht schön über die Steine, das stimmt. Ja, das kostet Kraft, Alter. Das kostet Kraft. Aber er ist ja ein Survivor, Junge. Der kann das. So, das Ding ist groß genug für mich. Dumm schwerer Teil. Ja, nach dem Sound und dem Schwert, das glaube ich. Jetzt kommt Anpassungsarbeiten. Die Sonne brennt immer noch. Lifehack des Tages. Nicht jeder Bambus hält so eine dicke Holzplatte. Einer haben wir schon durch. Scheiße. Muss ich noch einen suchen. Lübt. Lübt. Da lübt doch lag. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier gegen das Holzbrett, weil das natürlich null federt. Was? Und ich habe einfach ohne einen Bambus gefunden. Jetzt suche ich die passenden Stücke dazu. Das wird ein bisschen bearbeitet werden. Und dann sollte das gut klappen. Weil vor allem hier sowas, was wir hier drin haben, will ich nicht im Rücken haben.
So, hier seht ihr das Einhorn auf der Arschbacke. Die Bambusplan ist, weil das natürlich einfach schön federt oder ein bisschen federt, das so hinzubringen, dass sie breit genug sind. Mal schauen, mit was vielleicht noch Polster und so recht machen oder so, dass zumindest mal für die erste Nacht gereicht. Und, oh, ja, aber er nutzt quasi eine Wand als künstliche, also als natürliche. Und für all die sagen, ja, was ist mit Wasser, warum trinkst du einfach so? Ja, Wasserhaupt, Augenmerk oder einfach das Wichtigste. Aber ehrlich, bei dem, was ich trinke und was ich hier schwitze, ich könnte das gar nicht abkochen. Ich bin den ganzen Tag nur im Wasser kochen. Also scheiß drauf, ich habe angefangen zu trinken, in kleinen Stücken, in größeren, und ich merke genau gar nichts. Ich muss ganz normal auf Toilette gehen, nichts, kein Magengrummeln, gar nichts. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es passt. Vielleicht passt es auch nur bis morgen, ich weiß es nicht, aber das, was ich mir hier reinschraube an Getränken, an Wasser, da würde ich den ganzen Tag jetzt, müsste Prio 1 sein, Feuer machen. Irgendwas, um zu kochen, indem ich dann 10 Liter koche, um mir 10 Liter Wasser reinzudampfen, anstatt einfach dahin gelaufen, durchladen. Also, schien mir persönlich jetzt logisch. Man hat dieses Mal noch gar keinen Fritz-Piss-Test gesehen. Logische Alternative. Da warte ich noch drauf, sein, das ist wichtig. Wenn es mich deswegen rausgibt. Ich denke, das wird's nicht. So, ich mach weiter. So, kleines Update, ich habe mich wieder angezogen. Die Klamotten haben jetzt gute Stunde, anderthalb Stunden getrocknet, schätze ich mal. Und ja, es ist schon sehr, sehr viel trocken. Bisschen was noch feucht, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal die Sonne zu nutzen, weil vorne ist sie jetzt fast weg. In der Zeit habe ich ein bisschen die Schnur entwirrt und hier auch schon voll gut, ja, zusammengeknüpft. Hier habe ich ein bisschen was, hier habe ich so Gurtband. Ja, das kann ich schon mal benutzen. Hier sind noch restliche Knäuel. Dauert stimmt. Recht lange, aber das ist halt richtig geiles Zeug. Ja. Da ich auch noch nicht so richtig weiß, wo ich mein Lager aufschlagen möchte, gucke ich mich noch mal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch extreme Ebbe. Also vorhin. Was der Fritz-Piss-Test ist, immer wenn er pinkeln musste, hat er das gefilmt, welche Farbe sein Urin hat. Und dann hat er dann geguckt, wie viel er noch trinken muss oder ob er was trinken muss oder ob er mehr trinken muss, ob er genug trinkt und so. War das Wasser wirklich bis hier? Und hier ist alles weg. Ich will mir ein bisschen das Gebiet hier angucken, ob es hier vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die ich bei Ebbe dann erkunden kann. Wenn er Glück hat, jetzt mal ernsthaft, wenn da immer Ebbe und Flut ist, vielleicht findet er auch Fische, die quasi mit der Ebbe liegen geblieben sind. Die würden dann ja noch zappeln, wären frisch und die kann einfach grillen. Aber ich weiß und nicht, ob das so... Und eventuell auch, ob man schon auf die andere Seite kommt. Aber eine Sache vorweg, und zwar... Krebse zum Beispiel auch, ja. Seitdem ich jetzt da drüben sitze, mich angezogen habe, ist dort vorne, weiß ich nicht, ein Vogel, so eine Art Geier. Und der pickt die ganze Zeit auf irgendetwas rum. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Nee, wie viele Gegenstände jeder hat, wurde von den Teilnehmern selbst, per Selbsttest quasi abgegeben. Jeder Teilnehmer hat alle Teilnehmer eingestuft und dann wurde quasi geguckt. Der wird wahrscheinlich gleich wegfliegen. Aber... Hä? Was war das? Habt ihr das gesehen? Achtung! Da hinten. Oder meint er den? Etwas rum. Da? Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ah, scheiße. Warte mal. Noch ein Stück. Als ich mich angezogen habe, ist dort vorne... Weiß ich nicht, ein Vogel, so ein Ort... Da. Achtet mal da. Ja. Und der pickt die ganze Zeit auf irgendetwas rum. Oder sind das Wellen? Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Der wird wahrscheinlich da wegfliegen. Ah, das sind Wellen, wa? Ich hab gedacht, was schwimmt da oder geht da von rechts aber nach links? Was der da hat und was der da frisst. Aber Inlandwellen? What the fuck? Ach doch, guck mal, hier siehst du es auch nochmal. Da. Krass! Da hab ich so gedacht, so, hey. Hat er das mitgenommen? Da liegt irgendwas. Da liegt. Was ist das? Jetzt sitzt er da oben. Da oben sitzt er jetzt drauf und beobachtet, was ich hier mache. Boah, das ist ein Fisch. Ja, das ist ein Kugelfisch, der da liegt. Ein Toter. Sag ich ja. Der pickt an dem rum. Sag ich ja, wenn da Fische liegen bleiben bei Ebbe, die ja, das nicht rechtzeitig zurückschaffen. Boah, krass. Hier liegt er. Stimmt, da sieht man. Riecht krass. Nicht. Da sieht man hier. Zurück. Irgendwie modrig oder so. Ja, vielleicht fliegt er weg. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt essen. Dass ich dein Zeug will. Ach, da oben, hier sitzt er, Leute. Da. Da sitzt er. Der Kugelfisch ist doch giftig, oder? Er wartet da oben. Der wird gleich wieder hingehen. Aber hier kann ich euch einmal den Kugelfisch zeigen. Da hat er schon das Auge ausgepickt. Das Toxin des Kugelfisches ist eines der stärksten nicht proteinartigen Gifte. Der Giftstoff kann 1200 Mal
potenter als Blabliblub sein. Cyanid. Da liegt der Augen schon ausgepickt. Bäh. Naja, soll der Geier mal ruhig gleich weiter essen. Das ist der, wie das einfach so essen kann. Ebbe. Ihr erinnert euch, als ich angekommen bin, war das alles unter Wasser. Ja auch. Die ganzen Bäume. Und da kann man natürlich jetzt mal gucken. Aber was mir aufgefallen ist, hier vorne gibt es so einen richtigen runden Bereich. Vielleicht sammeln sich dann Fische in diesen Bereichen, die sich irgendwie, ja, die nicht mehr weggekommen sind bei der Ebbe. Ja. Und dann könnte man die super aufsammeln oder zum Beispiel auch mit einem Speer jagen die nächsten Tage. Vorne ist ein richtiges Becken. So dachte ich mir das auch, ja. Ich glaube fast, ich würde jetzt dort vorne rüberkommen. Ah. Oh, okay, eine Entscheidung treffen. Dort rüber gehen, schnell auf die andere Seite oder da hinten weiter erkunden. Ich glaube, dort hinten hebe ich mir lieber auf, weil es so nach ziemlich roughen Klippen aus. Hähnchen. Aber dieser ganze Bereich ist natürlich schon extrem spannend irgendwie. Ich habe jetzt übrigens meinen Gürtel genommen und hier so quer gepackt und die Machete hier ran gemacht, damit die ein bisschen höher sitzt. Ich bin vorhin die ganze Zeit hängen geblieben, weil die so extrem lang ist, dass sie sich immer an der Kniekehle verfangen hat. Kann man schon essen? Ja, das muss doch in Japan zubereitet werden. War hier so eine, die haben da eine irgendwie 10 Jahre lange Ausbildung oder so als Chefkoch, wenn du nur so Kugelfisch zubereiten willst. War das nicht so? Mangrovenwaldabschnitt, wo ich durchgeklettert bin und der vorhin noch komplett unter Wasser stand. Geil. Jetzt kann ich einfach rüberlaufen auf die andere Seite. Habe ich vom Arbeitskollegen letztens erst gehört, das tatsächlich. Auf der Seite habe ich auch auf jeden Fall länger Licht. Ich habe ja doch einen Strand. Geil. Was ist hier hinten los? Ich höre euch. Ich höre euch. Das ist alles unter Wasser normalerweise. Puh, jetzt sehe ich mal das ganze Ding hier. Also die Seite fühle ich hier irgendwie mehr. Aber nicht, wenn da Wasser ist. Aber ich wäre so gern an irgendwelchen schönen Kokospalmen gewesen. Das hätte ich mir gewünscht. Ich gehe da oben mal kurz rein, das sieht nach einer Lichtung aus. Oh, Diggi. Ich bin bei Krebs, die sich bewegen, deswegen habe ich mich gerade so erschrocken. Wenn man das sauber kriegt, wäre es ein heftiger Auffangbehälter für Regen. Das stimmt. Da hat er sowas von rein. Ist das eine Kokosnuss? Ist das ein japanischer oder was? Ein japanischer Koch lernt 7 Jahre, davon 4 Jahre als Schmied, da jeder seine eigenen Messer schmiedet. Für Kugelfisch nochmal 3 Jahre extra. Ich habe auch gehört, dass die am Anfang überhaupt nichts, die dürfen Teller waschen oder so. Das ist krass. Schau mal, hier ist Beton. Hier ist ein Stück Betonweg. Aha. Fritz findet gleich das könnte Bomben. Noch von damals sein, Bomben als die militärisch genutzt worden ist. Ja, ist so. Auf der Insel wurden in den 1940er Jahren Chemiewaffentests durchgeführt. Das Militär hat dafür vereinzelt Zufahrtswege durch den Dschungel angelegt. Alle Kandidaten wurden im Vorfeld über die möglichen Gefahren von Blindgängern informiert. Ja, aber wir haben ja im Dings gesehen, im Behind the Scenes, dass das Landesinnere war, wo sie die getestet haben. Okay, okay. Hier ist richtig Beton. Das ist eine richtige Freifläche. Oh, hier ein Haufen Fässer. Alles mit durchgerosteten Fässern. Das ist doch safe noch aus dieser Chemiewaffenzeit. Ah ja, Fritz, hier genau. Beton, Metallrohr. Das sind noch alles irgendwelche illegalen Müllgiftfässer hier. Der leuchtet im Dunkeln. Wobei man sagen muss, die werden ja nicht da sprengen, wo sie jetzt hier quasi Betonwege und so hatten. Also. Der Akku war gerade alle. Wir waren ja jetzt in der letzten Aufnahme an diesem Weg dort dran. Ich bin nämlich weiter gefolgt. Das heben wir uns mal für die nächsten Tage auf. Aber ich bin dort drüben auf der anderen Seite noch ein bisschen weitergegangen, habe ein bisschen was erkundet, habe dann eine Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, was das ist, aber das zeige ich euch die Tage nochmal. Spoiler. Ich glaube, das hängt auch mit diesen Fässern zusammen. Irgendwelche Hinterlassenschaften von der militärischen Nutzung. Keine Ahnung, was das genau ist. Und tatsächlich habe ich das noch gefunden und mitgenommen. Ein Netz, ein Fischernetz, jetzt mal, aber aus so richtigem dicken Stoff. Ne? Also jetzt nicht aus so Angelsehne, sondern richtig nice. Ist auch noch stabil, kann nicht zerreißen. Hängematte incoming. Wieder ein bisschen gelootet. So, ich habe immer noch kein Nachtlager. Naja. Wir haben extreme Ebbe, ihr seht's. Aber ich habe sowohl da drüben gesehen, da war auch kein guter Lagerplatz, als auch hier.
Das ist bei Flut komplett mit Wasser voll. Seht ihr das? Bis komplett hier ran. Das heißt, ich habe hier an der Seite einen Streifen von vielleicht einem Meter, wo ich langlaufen könnte. Ich kann hier nirgendwo mein Lager aufbauen. Auch hier nicht. Der Müll würde ja sonst nicht da liegen. Hier kommt komplett das Wasser rein. Ja. Das heißt, dieses komplette Gebiet, auf dem ich mich hauptsächlich bewegt habe, die ganzen letzten Stunden, an den Felsen dran, mit diesen ganzen Steinen, strandartig, ist nicht lagertauglich, weil ich hier absaufe. Also muss ich doch wieder rein in den Dschungel. Puh. Scheiße. Hä, hey, aber er hat doch nicht nur die Wasserfläche da. Ich mache keine großartigen, riesigen Bauwerke und trotzdem öle ich wie Sau. Ich weiß, ich habe schon dreimal jetzt gesagt. Ich habe gerade die letzten Minuten das Netz entwirrt. Es sind viele kleine Fetzen, die man vielleicht für einen Reusenbau, Kescher oder sowas verwenden kann hier. Aber mein Kescher, Plan tatsächlich war es, sich eine Hängematte damit zu bauen. Und zwar mit diesem grünen, mit dieser grünen Schnur, die ist sehr, sehr belastbar. Und mit dem Netz. Und ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist wirklich sehr, sehr löchrig. Aber der Bereich, das könnte, wenn ich früher, sieht, das könnte funktionieren. Ganz gut aus. Wenn ich das nochmal checke, die Löcher vielleicht dann ein bisschen zumache mit diesen Fetzen, dann könnte ich doch ein recht großes Netz haben, woraus ich mir eine Hängematte bauen kann. Und das Geile wäre, wenn ich mir daraus eine Hängematte baue, dann kann ich die irgendwo im Lager aufbauen. Aber wenn ich merke, ey, ist vielleicht scheiße, fühle ich mich nicht wohl, zu viel Moskitos, ich will woanders hin, dann baue ich die ab und kann nächsten Tag woanders pennen. Das ist tatsächlich der Plan, da bin ich ein bisschen mobiler mit meiner Lagerstätte. Klingt vernünftig. Die erste Nacht wird auf jeden Fall sehr, sehr improvisiert. Ich will nicht gleich am Anfang einen riesen Shelter bauen mit Dach und Schlafplattform und so weiter. Habe ich generell Bock, aber nicht gleich am ersten Tag. Ich muss erstmal langsam Ressourcen checken und so weiter. Deswegen ist der Plan halt hier so eine improvisierte Hängematte. Ich weiß nicht so recht. Er ist nicht zufrieden, das sieht man voll. Oh, bitte halt. Gönn ja immer jedem alles. Aber liegt halt auf dem Boden. Ich lieg auf dem Boden. Scheiße. Gibt halt nach. Es muss höher, aber gut, das hat man aber auch gesehen, Fritz. Aber ich habe hier diverse verstellbare Knoten gebastelt. Das sieht voll gut aus mit den Knoten da. Nein! Okay. Das Netz ist gerissen. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Scheiße. Boah, das kotzt ihn richtig an. Man merkt das richtig, oder Leute? Ich finde, man merkt das richtig. Er ist richtig angepisst gerade. Mit Sammeln, Auseinanderknüpfen, Knoten und so weiter. Für dieses Netz gefühlte 2 Stunden investiert. Hab da richtig dran gerupft, da ist nichts zerrissen. Aber jetzt war es doch nicht stark genug. Das Ding ist, es ist halt Stoff. Und wenn Stoff lange im Wasser ist, dann wird er natürlich auch porös, oder? Also, scheiße. Ich hätte es auch probiert, ehrlich gesagt. Ich fand die Idee richtig gut. Ich muss mir was überlegen. Variante 1, Netzhängematte. Sah so nice aus hier, schön mit verstellbarem Knoten, mit einem Stock drin, stufenlos verstellbar und so weiter. Aber das war wohl nichts. Aber man muss auch dazu sagen, jetzt wird es natürlich spannender. Auch hier, guck dir das an. Oh, schön, wie aus dem Bilderbuch. Oh, das ist echt gut. Aber wenn das Netz nicht hält, dann bringt mir das auch alles nichts. Ah, das stimmt. Shit. Ich habe keine Zeit mehr, jetzt hier noch großen Shelter zu bauen. Dann baue ich mir doch lieber ein kleines Trabberbett unten irgendwie direkt an den Felsen. Ja. Und lass mich von der Flut überraschen. Ja, moin. Ah, Shelter-Situation der Teilnehmer. Ach, finde ich cool, dass sie das so zeigen. So. Gucken wir doch mal. Fritz, nix. Oh, 0%. Eieiei. Sabrina 30. Status 30%, ey. Kein Dach. Harte Liegefläche. Sascha, harte Liegefläche. Knossi, Hängematte, easy. 50%, gut, der hat es auch ein bisschen einfacher. Netzliegefläche. Also ich muss auch sagen, dass Joris auch einen sehr guten Eindruck macht tatsächlich. Muss man aber so sagen. Der wirkt sehr strukturiert tatsächlich. Finde ich gut. Er geht da gut an die Sache ran. Otto hat ein Dach. Hat er ein Dach? Wo hatte Otto denn jetzt ein Dach? Hab ich was verpasst?
Harte Liegefläche, ja, okay, hat sich ja dagegen entschieden. Und Nova hat ja den Biwaksack, genau, aber auch kein Dach. Also sie hat auch kein Dach. Wobei Biwaksack jetzt als Dach gezählt wird, ich weiß ja nicht. Die Höhle, nein, eine richtige Höhle war das ja nicht bei Odo, oder? Noch 30 Minuten bis Einbruch der Nacht. Wow, Digi, das wird schwierig, du. Ich muss mal ganz kurz hier, das muss ich mal ganz kurz mieten. Jetzt kommt hier wieder der Chor und den mag YouTube nicht. Dö, 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 dö. Der wird tatsächlich geclaimed. Dö, 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 dö. So, Leute, das war Folge Nummer 3 von Seven vs. Wild Panama. Würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Wir sehen uns tatsächlich dann Donnerstag zu Folge Nummer 4 wieder und gucken uns jetzt noch Behind the Scenes an. Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Hype, Bock, Angriff. Daumen da lassen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.